auf Massimo. Massimo gegen Hummels. Massimo, das 1:1. Ey, das hat mich so gefreut. Das hat mich so gefreut. Ich rufe Robby an und sag ihm, dass du wirklich der. Du bist. Ich rufe Robby jetzt an. Das macht er so stark. Mal sehen, ob er rangeht. Ja. Seit du 2 Bundesliga-Tore hast, gehst du auch nicht mehr ran. Aber ey, du bist so krass, Robby. Robby, du bist so krass. Ja. Erste Liga halt, ne? Tor gegen BVB. Was erwarte ich? In der letzten Saison. Oh, Roberto Massimo ruft an, Chat. Hallo? Ich wollte nur sagen, dass du richtig krass bist. Nein, Bro, du bist so krasser. Nein, ehrlich. Ich habe gerade dein Bundesliga... Nein, jetzt hör mir nochmal zu. Ich habe gerade dein Bundesliga-Tor gesehen. Wirklich, du bist der Beste. Nein, wohin gehst du? Boah, wir waren gerade einkaufen, ja, für Hund. Mit Frau warst du? Ja. Du bist ein Vorzeigeprofi. Wieso gehst du denn? Was machst du? Nix, ich wollte dich einfach nur loben. Sie angerufen, Bruder? Ja. Ich dachte, es kommt irgendeine Rede oder so. Nein, wirklich. Einfach loben. Für das, was du da in Dortmund gemacht hast. Nicht dafür, wirklich. Läuft bei dir? Oh, nicht so. Du kennst mich doch. Ich bin nicht. Ich bin YouTuber und Influencer. Boah, sorry. Dann kommt die Rede. Du weißt, meine Schnauze weg, was ist das? Was redest du denn bitte? Du siehst aus wie ein Nacktmull. Was redest du? Du siehst aus mit deiner Brille wie ein BWL-Student. Bist du doof? Junge, ich bin Student. Hast du was dagegen? Junge, reiß dich zusammen, wirklich. Reiß dich zusammen, Robby. Okay. Ey, wenn du irgendwann mal Zeit hast, melde dich. Stuttgart ist voll weit von mir, ne? Junge, ich hab jedes Mal gesagt, ich komm mal rein. Ja, komm. Sag mir, wann du willst. Nimm deine Freundin gerne mit. Boah, mit Liebe. Okay. Wenn du Freitag hast, komm ehrlich. Safe. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Mach's gut. Ciao. Ja, ist mein Bart so schlimm? Ist mein Bart so... Warum? Ey! Das Kacke! Das ist kein Bart, das ist ein Bart. Ich bin anerkannter Bartträger. Nee, Bart schlecht, ne? Ja, Bart schlecht auch. Ich würde mir mal jetzt gerne eine weibliche Meinung anhören. Not to worry.